Oder. Hallo und herzlich willkommen hier zu DLPTV. Einen schönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, wie es bei euch gerade ist. Bei mir ist gerade mitten in der Nacht und ich bin begeistert, liebe Freunde. Liebe Freunde, ich bin begeistert. Der Robert war bei mir auf dem Rechner und ich habe die TSM-Map. Ja, sie ist da. Der Basti hat sie auch und ich muss euch sagen, ich bin begeistert. Begeistert in allen Füllen. Und was ich jetzt schon gesehen habe, das ist der absolute Wahnsinn, liebe Freunde. Also ihr könnt ruhig gespannt sein, was euch so erwartet. Wir haben hier eine Little, das ist eine neue Entladestelle hier in Dresden. Und da müssen wir dann hier solche Einfahrten reinfahren. Ich bin begeistert. Und diese Map ist sowas von Wahnsinn. Ich kann euch sie nur mal im Menü zeigen, wie weitläufig diese Map ist. Guckt euch dieses Szenario an. Ich habe mir schon viel erzählen lassen. Robert war so nett und hat mir alle Wege und Punkte gezeigt, wo es richtig kritisch ist. Wir von Simforns mal einen Schwerlastzug gefahren. Ich musste mich sowas von beeilen, weil ich bin kaum weggefahren mit 150 Tonnen. Und ja, liebe Freunde, das werden wir jetzt hier benutzen. Ich habe leider die russische Map nicht, die hat aber der Basti. Da könnt ihr, wenn ihr dann Russland sehen wollt, könnt ihr dann bei Basti gucken. Und wie gesagt, Freunde, ich werde jetzt erstmal einen Tag aussetzen, weil ich muss das hier erstmal alles einstellen. Ich muss die ganzen Zusammendrücke erstmal verkraften. Und ja, werden dann ab morgen die ersten Parts hier aufnehmen. Mit dem Robert und den Basti, wenn sogar den Daniel. Aber Daniel wird die noch nicht haben. Und ja, seid gespannt, was euch so erwartet. Ich kann euch nur sagen, wir haben einen Frankfurter Flughafen. Wir haben ein riesiges Hafengebiet in Hamburg mit Elbtunnel. Wir haben Städte am Meer, Berge, Wüste, Wetter, einen wunderschönen Grafikmod, wo ich sowas von abgehe. Das könnt ihr euch gar nicht glauben. Das nimmt neue Bahnen. Ja, wir haben hier mal solche Details hier. Wir haben Blitzer, Autobahnen. Auffahrten sind anders gemacht. Wir können ja mal kurz hier ein bisschen lang fliegen. Wo fliegen wir denn mal lang? Dann könnt ihr mal kurz einen Eindruck sammeln. Hier haben wir Dresden mit der Stadt. Es ist alles sehr, sehr wunderschön gebaut. Wir haben hier viele mehr Traffic, Motorradfahrer, viele Firmen, neue Entladepunkte. Also es ist nicht mehr so einfach, hier irgendwie mal an der Rampe zu fahren. Wie sieht man ja hier schon mal, hier ist alles immer zugebaut. Es ist wirklich noch einfach. Es gibt dann wirklich Punkte, da verzweifelst du dran. Da hat mir vor uns mal ein bisschen was gezeigt. Ich hätte es aufnehmen sollen, aber ich war so baff. Wo fliegen wir denn mal hin? Ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen. Hier im Schnelldurchflug von der neuen TSM-Map, die ich drauf habe. Haben hier wunderschön die Autobahnschilder und hier geht es auch schon los. Wir haben Baustellen, wir haben Blitzer, wir haben Autohöfe, wir haben Unfälle, wir haben Krankenwagen, Polizei und. Liebe Freunde, das ist der absolute Wahnsinn. Ihr könnt gespannt sein, ich bin selber gespannt. Ich kann wahrscheinlich die restliche Nacht gar nicht mehr schlafen. Und ja, Ausfahrten sind ein bisschen geändert bei manchen Stellen. Und liebe Freunde, tut es mir leid, wenn ich jetzt mal einen Tag aussetze. Das ist vielleicht auch nicht mehr so schlecht, weil ich muss noch ein bisschen was in meiner Wohnung machen. Und werden dann ab morgen Abend hier in der neuen TSM-Map fahren. Das werdet ihr dann morgen Abend oder übermorgen dann bekommen. Hier haben wir dann auch mal zu sehen hier solche coolen Schilder, wie weit wir es noch bis mancher Stadt haben. Das war ja nicht immer so. In der Anfangswelt war das ja ein bisschen schlichter gehalten. Und ja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, jetzt endlich mal so eine Map zu haben. Und geht nochmal mein Dank an den Robert, der sich hier die Mühe gemacht hat, uns beiden diese Map hier zu installieren. Mit Modes, mit Einstellungen, mit dieser Kamera. Hier haben wir nochmal ein schönes Bildchen. Und ja, dafür bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich und ich müsste echt noch zusagen an die TSM-Map-Bauer. Habt ihr echt gute Arbeit geleistet. Ich bin vollkommen überzeugt von der Map und
Bin gespannt, was noch so in den nächsten paar Monaten dazukommt. Hier haben wir mal einen Tunnel, Königshainer Berge. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Ja, liebe Freunde, ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, aber seid gespannt, was wir so Schönes erwarten noch, wo wir noch hinkommen, wo wir wirklich dran verzweifeln an manchen Bergen. Und ja, seid gespannt, was noch so Schönes kommt. So, ich werde jetzt mal noch ganz kurz einen Kurzflug hier lang fliegen, halte jetzt einfach mal meinen Mund und genieße. Liebe Freunde, was ich vergessen habe, es gibt auch seit neuestem, hat mir der Robert gezeigt und gesagt, wir haben hier drin eine Umleitung. Also das ist jetzt möglich hier, dass man auch mal eine Straße zu sein wird, wie hier. Wir haben ja einen riesen Autohof oder Truckstop und ich bin sowas von begeistert. Ich bin sowas von platt. Und ja, damit möchte ich jetzt mal sagen, ciao, ciao, bis die Tage jetzt, also höchstens bis übermorgen. Ich werde das Video jetzt gleich noch bearbeiten und hochladen, das dauert nicht so lange. Und seid gespannt, was wir hier so Schönes erwarten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Doppel-Like da und oder ein Kommi. Und ich bin gespannt, bis die Tage. Make the streams louder.